Plötzlich hat es die US-Notenbank Fed nicht mehr so eilig mit den Zinssenkungen und ausschlaggebend dafür dürften zwei Gründe sein. Erstens, die Inflation zieht wieder an, dieser Abwärtstrend bei der Inflation, der ist vorbei. Und zweitens, das hat der Fed-Chef Powell ja immer wieder klar gemacht, der Arbeitsmarkt, der schwächt sich ab etc. Und jetzt ist die Aussicht, dass Trump Präsident wird und dann die Illegalen außer Landes schaffen würde, eben dergestalt, dass dieser Arbeitsmarkt dadurch dann wieder enger wird, weswegen die Fed keinen Grund hat, erstmal sich über den Arbeitsmarkt Sorgen zu machen. Und all das hat Jerome Powell gestern mehr oder weniger so gesagt. Und all das bedeutet auch, dass natürlich jetzt Seth Donald sinkende Zinsen haben will. Die Fed wird das nicht liefern, zumindest nicht in dem Umfang, sodass der Krieg, den ich kürzlich schon angekündigt hatte, in Anführungszeichen, zwischen Trump und der Fed praktisch mit dem gestrigen Tag ausgebrochen ist, respektive mit den Aussagen von Jerome Powell gestern ausgebrochen ist. Der zentrale Satz lautete hier: The economy is not sending any signals that we need to be in a hurry to lower rates. Also keinerlei Signale, dass wir jetzt von der Wirtschaftsseite, dass wir jetzt die Zinsen senken müssten, respektive, dass wir uns dabei beeilen sollten. Wir sehen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember, die war zwischenzeitlich 50-50, auf 50-50 gesunken, muss man sagen. Jetzt ist es wieder ein Ticken wahrscheinlicher aus Sicht der Märkte, dass die Fed im Dezember die Zinsen senken wird. Aber genau das ist jetzt eben der Fall. Plötzlich ist der Drang der Fed, die Zinsen zu senken, verflogen, so titelt eine Kollegin. Und ein amerikanisches Portal schreibt, wie genervt würde Trump sein, wenn die erste Aktion, wenn Trump im Amt ist, nicht eine Zinssenkung sein wird, sondern möglicherweise sogar eine Zinsanhebung. Das ist genau der Punkt, um den es jetzt geht. Die Fed wird da nicht willfährig mitspielen. Das deutet auf eine Konfrontation, die da kommen wird. Und gestern, das war hier dieses Interview mit der Dame hier, Miss Campbell, Rampell, so heißt sie, Catherine Rampell. Das war schon interessant. Im Grunde war relativ schnell klar, was hier der Fall ist. Trump, respektive Powell, sah sich da mit einigen Fragen konfrontiert, die eher so geostrategischer Natur waren. Und da war er so ein bisschen unsicher. Manchmal hatte man das Gefühl gehabt. Und hier sagt Mohammed El-Erian, also wahrscheinlich wird er sich der ganzen Geschichte nicht nochmal stellen, einem solchen Format nicht nochmal stellen. Und er fand die Fragen der Journalistin hier sehr, sehr smart. Anders sieht es Jim Bianco, der sagt, naja, im Grunde hat die so ein bisschen, wie soll man sagen, den Weltschmerz der US-Demokraten wiedergegeben, diese Journalistin. Wie schlimm wird es für die Welt, wenn eben jetzt diese Zölle kommen? Wie schlimm wird das für irgendwelche Großmütter, wenn sie abgeschoben werden mit ihrer Familie sozusagen? Also das war schon so in eine bestimmte Richtung, so demokratische Agenda, und dann wurde die Zeit knapp und erst hinten raus hat die Dame dann mehr so in Richtung Wirtschaft gefragt. Also das war schon eine interessante Veranstaltung. Eine Frage war auch, wie geht es denn weiter jetzt mit den Zöllen? Was wird das bedeuten für die Inflation? Natürlich eine sehr wichtige Frage. Und die Fed selbst, wie Nick Timmermans hier zeigt, hatte 2018 schon mal da etwas geschrieben. Der Staff, also die Mitarbeiter der Fed, und die haben gesagt, naja, da kann man letztendlich durchgucken. Also da muss man jetzt nicht überreagieren als US-Notenbank. Da sollte man mal entspannt bleiben. Früher oder später würde dieser Effekt dann wieder verpuffen, weil eben diese Zölle dann wieder abgeschafft würden. Und Paul hat sich gestern dazu geäußert und sagt, ja, aber wir sind jetzt in einer anderen Situation als eben 2018, weil eben die Inflation höher ist, weil eben die Verschuldungslage noch höher geworden ist, vor allem eben nach Corona. Also da hat er relativ klar gemacht, dass es für ihn durchaus einen Zusammenhang zwischen Zöllen, Inflation und eben Zinsen geben dürfte. Und für die Menschen ist das sehr, sehr relevant. Hier sehen wir mal die Delinquency Rates, also die Kreditausfallraten, die derzeit der Fall sind, gerade bei Credit Cards, also bei Kreditkarten. Ich hatte gezeigt, dazu gleich nochmal mehr,
dass das Patterson-Institut davon ausgeht, dass eine amerikanische Familie 2.600 Dollar ihres Einkommens für diese Zölle alleine dann wird investieren müssen, weil eben die Waren sich verteuern. Jetzt sehen wir, dass ohnehin in letzter Zeit etwa die Kreditkartenausfälle gestiegen sind, 11%. Es sind mehr als 90 Tage im Rückstand, also delinquent. Hier sehen wir auch die Student Loans, da ist die Rate gegen Null tendierend, weil die ja sozusagen permanent Schuldenerlasse bekommen durch die Regierung. Autokredite bleiben noch einigermaßen stabil, sind aber auch leicht am Steigen. Und das also jetzt in einer Situation, wo wir eben wieder sehen, dass die Inflation ansteigt. Das erste Mal seit April, dass sowohl Kernerzeugerpreise und der CPI, also Verbraucherpreisinflation, über 3% zum Vorjahresmonat sind. Das erste Mal seit September 2022, dass beide wieder in Tandem steigen. Und das sollte die Fed natürlich vorsichtiger machen, sollte eigentlich jeden vernünftig denkenden Menschen jetzt erstmal sagen lassen, der wirklich datenabhängig ist als Notenbanker, ja, dann warten wir mal ab. Warum sollen wir jetzt irgendwie uns weiter aus dem Fenster lehnen, wenn wir nicht wissen, was kommt und jetzt eben die Inflation wieder anzieht? Also Paul hatte da schon ganz gute Gründe und wie gesagt, wenn jetzt die Preise noch weiter steigen, dann trifft das die Amerikaner oder trifft das viele, viele Millionen Amerikaner, die schon Hals, Ober-, Unterkantenlippe gewissermaßen hier verschuldet sind. Hier die Verschuldung der US-Privathaushalte hat im dritten Quartal jetzt praktisch 18 Billionen Dollar erreicht. Im letzten Quartal um 147 Milliarden Dollar gestiegen. In den letzten 12 Monaten um 778 Milliarden Dollar. Und was Sie hier in dieser Grafik sehen, das meiste dieses braune, orange da, die Formblatt, das sind Hypothekenkredite, aber dann haben wir da eben auch eben Kreditkartenzinsen und so weiter und so fort. Die Kreditkartenschulden haben jetzt einen neuen, haben zusammen mit den Hypotheken einen neuen Höchstwert erreicht und all das deutet darauf hin, dass vor allem jüngere Leute Probleme haben eben mit den Krediten, also die noch nicht so einkommensstark sind. Die sind schon ganz schön in der Bredouille jetzt und eins dürfen wir nicht vergessen, die Kreditkartenzinsen, die sind bei 23% im Durchschnitt. Das ist in 3 Jahren etwa eine Verdoppelung der Schuldensumme, die man dazu vergegenwärtigen hat. Und jetzt ist eben die Aussicht, dass die Zinsen nicht mehr sinken, also nicht weder die Leitzinsen noch die Kapitalmarktzinsen, weil die Fed eben jetzt erstmal wahrscheinlich in Richtung Füße stillhalten tendieren wird. Die bedeutet, dass eben die Erwartung der Märkte, und das war ja auch die Erwartung der Aktienmärkte, ja, die Fed wird ja in eine starke Wirtschaft, vor allem seit der Wahl von Donald Trump, wird die Fed in eine starke Wirtschaft hinein die Zinsen senken. Und diese Erwartung ist wahrscheinlich von Anfang an unlogisch gewesen, aber jetzt umso unlogischer, wenn jetzt eben Trump ante portas. Und jetzt wird man mal heute gucken auf die Einzelhandelsumsätze, wie also ist der Konsument aufgestellt? Man erwartet hier einen Anstieg wieder im Vergleich zum Vormonat um 0,3%. Aber das ist ja nominal. Also mindestens 0,2 müsste es sein, um überhaupt die Inflation auszugleichen. Es gibt manche, die munkeln, oh, die werden schlechter ausfallen, diese Daten heute. Hier unten sehen wir mal, wie das in letzter Zeit gewesen ist. Der Juli dürfte eine Ausnahme gewesen sein. Dann ist eben auch die Frage, wie ist das mit diesen Hurricanes? Haben die, welchen Einfluss haben die? Die dürften wahrscheinlich diese Daten dann auch wieder ein Stück weit verzerren. Aber übergeordnet ist wichtig das, was Jamie Dimon von JP Morgan gesagt hat. Der gesagt hat, also sehe da eine geringere Chance auf ein Soft Landing als andere. Und er sagt auch, ich bin nicht so optimistisch, dass die Inflation irgendwann bald nachlassen wird. Und er sagt auch, Trump erbt jetzt die Inflation, die nicht so schnell vorbeigehen wird. Genau das ist der Punkt. Ich hatte gestern von dieser tickenden Zeitbombe gesprochen, die praktisch hier eben geerbt wird. Und für die Amerikaner bedeutet das wohl, wenn das stimmt, 2.600 Dollar Mehrbelastung im Jahr. Jetzt hat der Medianhaushalt in den USA ein Einkommen von 60.000 Dollar, also die Hälfte drüber, die Hälfte drunter. Da sind 2.600 Dollar natürlich angesetzt. Angesichts der Situation, dass viele ohnehin schon sehr, sehr praktisch am Anschlag sind mit ihren Schulden, durchaus relevant. Vielleicht gibt es dann geringere Einkommensteuern oder ähnliches. Das könnte man dann gegenrechnen. Aber mal sehen, wie diese ganze Geschichte wird. Vor allem, wenn eben jetzt die
Zinsen nicht sinken, weder die Leitzinsen noch die Kapitalmarktzinsen, dann steigt eben auch nochmal die Belastung der Konsumenten. Und einer wettet gegen. Vor allem sinkende Steuern, also Einkommensteuern, Unternehmenssteuern. Offenkundig ist es so, das hatte Warren Buffett noch im Mai gesagt, als er gesagt hat, also bei diesem Defizit, irgendwer muss das bezahlen und das wird wahrscheinlich durch höhere Steuern bezahlt werden müssen. Das war weit vor der Wahl von Donald Trump, aber das dürfte ein Grund gewesen sein, so heißt es, dass er seine Positionen reduziert hat. Er hat jetzt, es gab ja diese 13F-Filings jetzt, also was die einzelnen größeren Player am Markt so machen, und da hat man eben wieder Apple sehr stark abgebaut, hat nur Pizza Hut gekauft und noch ein anderes Unternehmen, ansonsten allerdings viel Abbau, vor allem Cash-Aufbau. Und interessanterweise eben offenkundig unter der Maßgabe, also ich erwarte steigende Steuersätze, nicht fallende. Die Märkte haben reagiert natürlich auf die Aussagen von Escher Raumi und haben die Fed-Zinssenkungserwartungen für den Dezember jetzt nach unten gesenkt. Unten sehen wir mal, dass wir gleichzeitig eigentlich einen Anstieg haben, was Anträge auf Arbeitslosenhilfe gilt, wenn auch schwierig zu beurteilen, eben aufgrund dieser Hurricanes. Und auf der anderen Seite aber dieser rote Pfeil, den wo Sie da sehen, der nach oben deutet, das ist die der Inflation Surprise Index. Ja? Also der Index, der zeigte, dass zuletzt die Inflation höher war, als die Märkte eigentlich erwartet haben. Das gilt dann auch für die Preiskomponenten, etwa bei Einkaufsmanager-Indizes. Und wenn wir jetzt wieder zu den Aktienmärkten zurückkehren, dann sehen wir das typische saisonale Muster nach einer Wahl, nicht wahr? Ist, dass wir erstmal dann so Mitte November erst nochmal einen Rücksetzer kriegen und dann es bergauf geht. Also wir könnten jetzt, wenn man so will, saisonal sehr, sehr kurzfristig in einer schwierigen Phase sein, selbst wenn es dann diese Jahresendrallye geben sollte. Und interessant war auch gestern, dass jetzt diese praktisch Zuschüsse für in Sachen Steuern, wenn man ein Elektroauto kauft, gestrichen werden sollen. Immerhin $7.500. Tesla ist da nicht so schwach gegangen, die Aktie von Tesla, aber vom Rivian ist dann abgestürzt. Jene Aktie, die gestern ja sehr stark gestiegen war zunächst, weil eben Volkswagen weitere $800 Millionen da rein investiert, Milliarden da rein investieren wird. Und möglicherweise das Stupid German Money gleich hier das nächste Milliardengrab findet. Also wenn Volkswagen sich dafür entscheidet, dann sollte man überlegen, ob man nicht genau das Gegenteil machen sollte, könnte man sagen. Weil wir bei Volkswagen, und das ist das große Problem in allen Gesprächen, die ich mit Leuten habe, die mit Volkswagen zu tun haben, sagen, das Management ist eine einzige Katastrophe. Leute, die keine Entscheidungen treffen, respektive Projekte weiterlaufen lassen, von denen ganz klar ist, dass sie scheitern werden. Aber wenn sie es eingestehen würden, dann würde ihre Position in Frage gestellt. Also wurschtelt man irgendwie weiter und so entsteht eben dieses Management-Chaos, das bei Volkswagen der Fall ist. Kein Chaos, gibt es bei Gold, aber Rücksetzer gab es. Und wir sehen, wenn wir jetzt diesen Verlauf uns mal angucken, jetzt im Vergleich zu 2016, dann wäre noch weiteres Abwärtspotenzial kurzfristig für das Gold. Also noch einige Tage könnte es da nach unten gehen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt so überverkauft wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Und wir kommen ja aus einer Situation, wo wir extrem überkauft waren. Ich hatte gestern darauf hingewiesen, auf diesen Tweet von Sven Henrik, und sind wir überverkauft bei den europäischen Aktienmärkten. Gestern ging es ja in Europa wieder mal nach oben. Da ist man gestiegen gewesen, weil man eben zuvor auch extrem underperformed hat. Und wir sehen hier diese Underperformance vor allem in Dollar mal gerechnet. Kommt ja nur oben drauf. Nehmen wir an, ich bin amerikanischer Investor, habe europäische Aktien. Und dann laufen die viel schlechter als die amerikanischen einerseits. Und auf der anderen Seite verliert der Euro zum Dollar noch stark. Das ist also praktisch eine Lose-Lose-Situation für mich als amerikanischen Investor, wenn ich den einer wäre. Nicht wahr? Ich bin ja kein amerikanischer Investor, aber wenn ich jetzt einer wäre. Nicht wahr? Aber so werden die Herrschaften denken, die ja über 50% des DAXes letztendlich besitzen. Und was denken die Märkte über Deutschland? Und die Botschaft, meine Damen und Herren, ist, wir werden in ein paar Jahren das sein, was Portugal heute ist. Das im Mindesten zeigen die Swap-Spreads. Nämlich ist es so, dass man davon ausgeht, dass in 5 Jahren Deutschland etwa Anleihen emittieren wird, die in etwa dieselben Risikoprämien haben, wie sie Portugal
heutzutage hat. Also wir werden das neue Portugal. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht, meine Damen und Herren? Eine wirkliche Erfolgsgeschichte, spätestens seit jetzt die Ampel sozusagen die Fehlanreize und teilweise fehlerhaften Strukturen aus der Merkel-Zeit nochmal radikalisiert verschlechtert hat, geht das Ganze hier dann eben seinen Weg. Und verschlechtert ist eben auch die Situation Chinas, weil man eben auf mehr Staat und weniger auf freie Wirtschaft gesetzt hat. Jetzt zumindest mal eine gute Nachricht, die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, die sind stärker gestiegen als erwartet, bester Wert seit Februar, aber Industrieproduktion schwächer. Vor allem aber, und das ist noch viel wichtiger, sind die Hauspreise weiter unter Druck. Jetzt minus 5,9% zum Vorjahresmonat. Im Monat davor waren es noch 5,8%. Also, und solange sich diese Hauspreise nicht stabilisieren, wird es für China very difficult. Und es wird auch difficult, weil dann eben Donald kommt. Und die ganze Geschichte wird wahrscheinlich ziemlich heftig. Zumal er ja lauter Hawks, China-Hawks ernannt hat, jetzt in Position Außenministerium. Also Leute, die sagen, wir müssen mit harten Bandagen gegen China vorgehen. Keine harten Bandagen hat da Michael Barry, bekannt aus The Big Short. Der hat sich stark eingekauft im dritten Quartal laut diesen 13F-Filings, aber ist eben auch abgesichert. Zuletzt ging es ja ziemlich scharf nach unten für vor allem chinesische Tech-Aktien wie Alibaba und was er alles da drin hat in dem Depot. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Paul und steigende Zinsen sorgen für Korrektur. Wie weit wird diese Korrektur gehen? We gonna see that. Aber zunächst mal wird es ein bisschen schwieriger, weil eben diese üppigen Zinssenkungs- Erwartungen jetzt erstmal ein bisschen ausgepreist werden müssen. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media mit diesen Buttons da oben, die Sie sehen, einfach drauf drücken. Und die zweite, Bitcoin fällt. Alles nicht dramatisch nach diesem Bullenlauf, gell? Jetzt kommt die Bitcoinista und sagt, der Fugmann hat gesagt, Bitcoin fällt, gell? Irgendwas vorher hat er nicht gesagt, dass es gestiegen ist, gell? Ah, ich bin ja so böse, gell? Die Warnsignale nehmen zu für Bitcoin. Zeit für eine Korrektur? Fragezeichen. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.